Hallo Freunde, hier ist wieder Marco vom Trading Duo. Wir haben eine neue Woche, eine neue Liste und neues Glück. Ich war 2 Wochen im Urlaub und da konnte ich natürlich dann keine Videos machen. Frisch erholt bin ich wieder dabei. Entschuldigt bitte, wenn meine Stimme mal heute nicht so will. Ich habe so ein kleines bisschen Halsproblem heute, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch diese Analyse hier trotzdem noch bringen. Was haben wir heute zu machen? Wir haben wieder zwei Aktien mit dabei. Und natürlich schauen wir auf die Sektorenmatrix, was sich hier an den Märkten ereignet hat und was da passiert ist. Das zeige ich dir gleich. Dann schauen wir uns zum Anfang erstmal die Sektorenmatrix für die 25. Kalenderwoche an. Die stärksten drei Sektoren: Real Estate, Energy und Communication Service. Platz 1 und 2 haben hier ein bisschen gewechselt. Neu in den stärksten ist jetzt Communication Service von Platz 5 auf Platz 3 vorgerückt. Ja, Verluste haben wir hier natürlich in Grundstoffen, also Materials, auf Platz 8 von 4 gefallen. Das ist natürlich ein ganz schöner tiefer Fall, genauso wie Financials von 3 auf 6. Ansonsten haben wir hier unten als schwächste Sektoren momentan Consumer Discretionary, Consumer Staples und Utilities. Wenn wir uns die Trendgestaltung anschauen, sehen wir, mittel- bis langfristig ist hier alles noch long gestimmt. Hier haben wir nichts weiter. Hier ist kein Wert, der irgendwo in den Short-Bereich läuft. Und das ist auch ansatzweise noch gar nicht so zu erkennen, wenn man sich die einzelnen Charts der Sektoren ansieht. Beim kurzfristigen Zeitfenster sieht es schon ein kleines bisschen anders aus. Da haben wir hier ungefähr die Hälfte long, die Hälfte short. Allerdings sind diese Märkte, die hier gerade short sind, auch erst jetzt diese Woche umgekippt. Das heißt, mal kurz nach unten gelaufen. Das kann durchaus durch den starken Abriss im S&P 500 am Freitag hier die Ursache liegen. Da hatten wir einen großen Verfallstag und der Markt ist ja nun wieder nach oben gekommen. Also wir könnten wahrscheinlich zum nächsten Wochenende, wenn ich die Sektorenmatrix neu auflege, hier wieder alles bullisch sehen. Denn momentan ist alles relativ bullisch. Ja, wenn ich meine Märkte so scanne, dann kommt das im Prinzip überall so raus. Ja, dann schauen wir mal rein. Ich habe uns heute ein bisschen was mitgebracht. Wir haben mit dabei Merck AG und Hamburger Hafen. Da haben wir einmal Gesundheitswert. Ja, das wäre hier Gesundheitswesen wäre Merck und Hamburger Hafen wären Gebrauchsgüter. Wir können ja kurz noch mal reingucken. Gebrauchsgüter sind natürlich momentan nicht so die guten, aber Healthcare ist im oberen Mittelfeld, sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ja, und da gucken wir erst mal rein, was wir hier haben. Also grundlegend sind wir ja hier im Wochenchart in einem sehr schönen Aufwärtstrend, der immer wieder größere Korrekturen geboten hat, ja, also auch nochmal Möglichkeiten geboten hat, damit man dort long einsteigen kann. Und dann gab es immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs. Das heißt, wir haben hier seit rund 2009 einen wunderschönen, ja, wunderschön vielleicht nur nicht, aber einen ordentlichen, intakten, stabilen Aufwärtstrend. Und aus diesem Aufwärtstrend möchte ich natürlich hier nochmal ein bisschen was schauen. Wir haben natürlich erstmal hier die letzten Hochs anzuschauen. Ja, 125,95 hier dieses Hoch. Da kam der Markt hier ein Stück weit zurück auf diese Unterstützungsmarke 125,95 und lief dann wieder nach oben. Aber das ist nicht das, was mich jetzt hier so interessiert, sondern mich fasziniert immer wieder, wenn Kurse an Widerstände, Unterstützung, die sie vorher gebrochen haben, heranlaufen und dort abprallen. Und sowas Ähnliches sehen wir hier. Ja, und zwar hier oben in diesem Bereich 149,95. Ja, der Markt ist hochgelaufen, hat korrigiert, ist wieder herangelaufen an diese Widerstandsmarke 149,95, lief runter, bildet einen Hammer und kommt nach oben. Was wir jetzt, bevor wir ausgebrochen sind, noch feststellen können, ist, dass wir hier ein steigendes Dreieck haben. Es ist nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so regelkonform hier ausgeprägt. Es ist relativ klein, was wir hier haben, aber wir haben hier zumindest steigende Hochs und eine kurze Auflage an der Oberseite, wo wir den gleichen
Kurs haben, und da brach der Markt jetzt durch. Das bedeutet für uns, wir haben hier eine Trendfortsetzungsformation, diese ist regelkonform aufgelöst worden und es müsste jetzt weiter nach oben gehen. Was ich jetzt sehr spannend finde, das ist nämlich der Bereich im Tageschart. Ihr wisst, ich gucke sehr selten in den Tageschart, wenn ich diese Videos hier mache, sondern eher im Wochenchart. Aber hier finde ich es einfach nur fantastisch zu sehen, was hier passiert ist. Wir haben hier einen Widerstand, wo der Markt abgeprallt ist. Der Kurs ist zum zweiten Mal hier abgeprallt. Hier hat er kurz vorher gedreht, hat die Widerstandsmarke gebrochen und ist jetzt von oben nach unten wieder raufgegangen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier dann doch ordentlich Aufwärtsmomentum im Markt sehen werden. Die Frage ist natürlich, wie weit kann das gehen? Das ist natürlich relativ schwer zu beantworten, zumal wir hier an der Oberseite keinerlei Widerstände oder Unterstützung oder dergleichen zu finden haben. Und demzufolge sollte man, wenn man das Ganze hier handelt, trendfolgend herangehen, also so lange diesen Trend reiten, bis er denn tatsächlich gebrochen ist. Dann schauen wir uns Hamburger Hafen an. Auch hier erstmal eine Bestandsaufnahme. Ist nicht ganz so schön wie Merck. Also wir hatten hier erst einen großen Abwärtstrend, beziehungsweise wir sind hier auch noch ein Stück weit in diesem Abwärtstrend drin. Ja, und haben hier allerdings eine relativ starke Aufwärtsbewegung gemacht, nachdem wir hier unseren Corona-Crash Anfang letzten Jahres gesehen haben. Wir haben quasi alles, was seit diesem Corona-Crash abgefallen ist, haben wir wieder abgearbeitet. Die Bullen haben sich wieder nach oben zurückgemeldet und nun sind wir hier wieder in einem recht ordentlichen Aufwärtstrend gelaufen. Aber wir können das Ganze mal so ein bisschen skizzieren hier, ja, wenn man es als Aufwärtstrend so sehen kann, mit Hochs, Tiefs. Und das finde ich wieder mal immer sehr gut. Wir haben nach so einem Abriss einen schönen Aufwärtstrend. Das ist immer recht ordentlich. Das birgt Vertrauen in den Markt, ja, weil wir dann sagen, okay, ein Trend wird eher fortgesetzt, als dass er gebrochen wird. Was haben wir jetzt hier erlebt? Wir haben hier die 1932 durchhandelt nach oben. Der Markt kommt wieder zurück. Wir sehen es, es gibt ein bisschen Korrektur an 1932 heran. Viel spannender ist natürlich das kleine untergeordnete Hoch hier bei 1880. Da hat der Markt dann endlich gestoppt und lief wieder nach oben. Was ist jetzt hier für mich von Relevanz, von Wichtigkeit? Allein erstmal dieses Konstrukt Trendaufbau in Verbindung mit Widerständen und Unterstützung ist ganz wichtig, dass wir erstmal wissen, wo wir stehen mit diesem Markt. Aber ich finde es noch wichtig, die 2255 hier zu erwähnen. Denn hier haben wir ja gerade mal so diesen Bereich hier ganz knapp temporär durchhandelt. Beim zweiten Mal in der letzten Woche ein bisschen stärker. Das heißt, hier sind doch schon die Bullen ein bisschen mehr dran und wollen etwas mehr machen. Hier sehen wir auch, dass das Volumen ordentlich zugelegt hat in den letzten Wochen. Ja, auch speziell in der letzten Woche, wo wir eben diese Kerze haben mit diesem Volumenbalken. Das heißt, es kommen vermehrt Käufer in den Markt und somit gehe ich davon aus, dass wir hier in den nächsten Tagen und vielleicht ein, zwei Wochen hier doch einen recht großen Durchbruch sehen werden nach oben. Und für mich wäre jetzt zum Beispiel die 2290 relativ wichtig. Da könnte man sich vielleicht einstoppen lassen, wenn der Markt hier über die 2290 hinausschießt. Und dann könnte man sich hier in eine Long-Position reinsetzen. Die Frage ist natürlich, wo haben wir hier ein Kursziel? Ich würde es vielleicht das erste Kursziel hier oben bei 28,45 verorten. Wenn man mag, kann man auch die 25,38 hier noch mit reinnehmen. Beides spielt eine ganz gute Rolle hier im Markt und von daher haben wir doch eine recht gute Ausgangsposition für eine Long-Position, die man hier eingehen könnte. So, liebe Freunde, ich bin heute schon wieder am Ende. Entschuldigt für meine Stimme. Der Hals will nicht ganz so, wie ich möchte momentan. Ich hoffe, es macht für euch ein bisschen Sinn, was ich hier bringe, was der Christian euch zeigt in seinen Videos. Wenn euch das Ganze weiterbringt, dann abonniert doch den Kanal, drückt auf die graue Glocke, seid ja immer up to date, wenn was passiert. Gebt uns den einen oder anderen Daumen nach oben. Lasst den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar da, ist gar nicht verkehrt. Ja, damit unterstützt ihr unsere Arbeit auch ein Stück weit und ja, dann haben andere vielleicht auch noch ein bisschen was davon, werden darauf aufmerksam, was wir hier machen, dass wir den Marktteilnehmer hier so ein kleines bisschen unter die Arme greifen und so ein bisschen Halt geben in dem großen Dschungel der Börse. Wenn ihr unser Video haben wollt
Unten drunter wird der Christian euch unser Videoseminar verlinken. 2 Stunden geballtes Wissen. Da legen wir alles offen, wie wir unser Wikifolio, den Trendbullen, hier handeln. Es gibt keine Blackbox. Es wird alles offengelegt. Vom Scan der Märkte bis zum Risiko-Money-Management, Positionsmanagement. Es wird alles ganz genau erklärt in einem 2-stündigen Video. Das Interessante daran ist, da sind Informationen drin, die ihr in keinem Lehrbuch finden werdet. Also, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal, euer Marco. Möchten wir euch zu unserem Seminar geben. Wir befassen uns intensiv mit dem Trendhandel und unsere jahrelange Erfahrung haben wir in einem 2-stündigen Online-Seminar zusammengefasst. Dort werden sämtliche Handelsregeln ohne Vorbehalt im Video ausführlich erklärt. Die Besonderheit unseres Handels ist die Trendbeständigkeit. Ja, wir positionieren uns nur in Aktien, die sich in einem besonders stabilen Trend befinden. Und so erreichen wir auch eine messbar höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Natürlich zeigen wir euch im Video den detaillierten Ablauf, wenn wir in eine Position ein- oder aussteigen. Wer seinen professionellen Trendhandel also selbst aufbauen möchte, der wird jede Menge Tipps und vor allem solche Informationen vorfinden, die in keinem Lehrbuch stehen.